Es ist heute fast unmöglich geworden, Wohnungseigentum in der Stadt zu erwerben. Wie passt das überhaupt zusammen, die Urbanisierung und Familien? Wie geht das? Und dass die EU sich mit diesen Themen beschäftigt, das hat natürlich etwas damit zu tun, dass die EU zwar nicht zuständig ist für die Familien, dass sie aber sehr wohl sich dieses Themas immer wieder bemächtigt, weil sie ein Interesse hat daran, dass man eben ständig Familien, dass man mit Familien irgendwie auch eine Lösung findet, beziehungsweise einen Umgang hat. Und man möchte gern auch, wie es einmal der deutsche jetzige Kanzler gesagt hat, man möchte die Lufthoheit über den Kinderbetten erreichen. Und das ist natürlich der EU auch ein großes Anliegen, dass sie über Familien eine gewisse Deutungshoheit bekommt. Und das sehe ich aber mit großer Sorge, mit großen Schwierigkeiten, denn letztendlich sehen wir darin auch ein Problem, dass die EU sich Themen bemächtigt, für die sie eigentlich gar nicht zuständig ist. Und dennoch ist es so natürlich, sie versucht auf diesem Weg, einem gewissen Umweg hier diese Deutungshoheit zu bekommen, und da müssen wir schauen, wie wir damit klarkommen. Okay, damit sind wir aber auch schon letztendlich bei einem der Probleme, die Familien in der Stadt hat. Bevor ich dann nochmal dann später auf diese Frage der, was hat die EU damit zu tun, zurückkomme, möchte ich jetzt erstmal über das allgemeine Problem reden. Welche Probleme gibt es denn für die Familien in der Stadt? Es ist heute fast unmöglich geworden, Wohnungseigentum in der Stadt zu erwerben. Und ich habe das selbst persönlich erlebt. Und gerade in Deutschland, wo ich herkomme, ist das ein besonders großes Problem geworden. Denn dort beträgt in Deutschland die Wohneigentumsquote beträgt lediglich 50,4%. Andere Länder, vor allem auch ärmere Länder, wie zum Beispiel Rumänien, die haben eine Quote von über 96%. Oder die Slowakei hat 92% Wohneigentum. Die Ungarn haben 91%, die Polen 85%, Italien 72% und sogar Belgien, das ja eigentlich jetzt nicht unbedingt eines der armen Länder ist, hat noch 71% Wohneigentumsquote. Und wenn wir dann in die Städte Deutschlands schaut, und Deutschland ist ja jetzt sehr, sehr ländlich geprägt, ist ja sehr, sehr verteilt auch und sehr dezentral auch aufgestellt, dann sieht man, dass in den Städten das Problem noch viel, viel größer ist. Denn dort beträgt die Wohneigentumsquote, ich habe gelesen von Berlin, dass sie nur 11% betragen soll. Das muss man sich mal vorstellen. Die größte Stadt Deutschlands, und da gibt es nur 11% der Menschen, die im Eigentum wohnen. Das ist doch irgendwie auch schon fast dramatisch. Während auf der anderen Seite das Saarland als eines der eher kleineren Länder am Rande gelegen und ländlich geprägt, das hat immerhin auch fast 80% Wohneigentumsquote. Ja. Also, je höher die Wohnungseigentumsquote, desto eher können Familien für eine bessere Bleibe ansparen und desto weniger sind diese Menschen dann auch später mal von der Altersarmut betroffen, wenn sie dann eben die Einkommen sich massiv reduzieren, was ja in Deutschland auch nochmal ein Problem ist, dass ja das Rentenniveau im Vergleich zu dem vorherigen Einkommensniveau bei uns ja sich auf weniger als die Hälfte reduziert, während es in vielen, vielen anderen Ländern oft nur so um 10%, 20% oder 30% sich vermindert. Das kommt dieses Problem der mangelnden oder fehlenden Wohnungseigentums, stößt dann noch auf das Problem, dass der Rentenbezug auch deutlich geringer ist, und das hilft hier natürlich auch nicht weiter. Und inzwischen ist es sogar so, dass wegen der Politik, der linksliberalen politischen medischen Mainstream, dass man da eben überhaupt gar keinen gar nicht möchte, dass Familien gefördert werden. Das ist halt ein Riesenproblem. Das sieht man auch daran, dass zum Beispiel der Begriff der Familie massiv geändert wird. Man versucht, diese Familie immer mehr quasi zu entkernen von dem, was sie eigentlich war. Ursprünglich war Familie, so wie es im Grundgesetz auch definiert ist und verstanden ist, war Familie die Beziehung zwischen Mann und Frau und Kindern. Und heute wird Familie definiert als eine Beziehung, wo eben halt man aus dem gemeinsamen Kühlschrank ist oder wo halt eben Kinder vorhanden sind, da ist Familie. Aber das geht natürlich, das ist natürlich ein unglaublicher, eine Reduzierung auf etwas, was es überhaupt, worum es gar nicht geht. Dann kann man auch mit Hunden zusammenleben, die essen dann auch vielleicht aus dem gleichen Kühlschrank.
Letztendlich ist es so, dass aber nicht nur die Familie, sondern auch der Begriff der Ehe, der ja damit in Verbindung steht, dass der auch entkernt wird. Heute wird ganz massiv findet ein Angriff statt auf das, was im Grundgesetz verankert wurde, in Artikel 6, wo steht, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Und über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. Und entgegen diesen fundamentalen Bestimmungen im Grundgesetz wird der Ehebegriff und auch der Familienbegriff zunehmend ausgehöhlt. Und heute wird der Ehebegriff so verstanden, dass man eben auch hier eine Verpartnerung einfach noch sieht und dass man eben die Ehe für alle auch eingeführt hat, auch in Deutschland. Das gilt aber auch in anderen Ländern. Da wird eben das ursprüngliche, von grundgesetzlich geschützte Modell wird hier ausgehöhlt, wird hier verändert. Und letztendlich findet dann eben, wenn man über Familie redet, auch jetzt hier in diesem Thema, in diesem Themenbereich, da hat man eine ganz andere Vorstellung, was denn Familie ist. Früher war das so, dass eben eine Familie auch sehr häufig eine 3-, 4-, 5-, 6-köpfige Familie war und die wird heute oft als etwas Asoziales oder als etwas wahrgenommen, was man gar nicht mehr will. Und natürlich, wenn man dann über Urbanisation, über Urbanisierung redet, dann hat man hier natürlich auch eine völlig andere Vorstellung. Und für eine Familie, die mit einem Kind, also eine dreiköpfige Familie, wird man immer irgendwo eine Wohnung finden. Aber für eine große Familie, so wie wir es waren, ist das immer sehr schwierig. Ich möchte da als Beispiel einfach nennen, was meine Frau erlebt hat und die Eltern meiner Frau. Sie selbst stammt auch an einer 9-köpfigen Familie. Und diese Familie wohnte bis ihr 6. Kind gekommen ist, auf die Welt gekommen ist, lebten sie in einer Stadtwohnung in Mannheim, in einer Wohnung, die nur eine Grundfläche von 79 Quadratmetern hatte. Und da waren sie darauf angewiesen, dass die Kinder immer ruhig blieben, sobald einer anfing mit seinem Auto, seinem Matchbox-Auto auf dem Boden zu fahren und seine Gefahrgeräusche zu machen, dann kam von unten der Besenstiel an die Decke und man hat sich schon beschwert darüber, über diese relativ leisen Geräusche. Was für eine Belastung eine solche Familie natürlich dann auch hat, das ist, kann man sich heute kaum noch vorstellen. Und in solchen Situationen sind aber solche Familien groß geworden und ich selbst habe es mit unserer Familie auch selbst erlebt, dass wir eben halt auch es schwierig war, in der Stadt Wohnungen zu finden, die geeignet waren. Und wir mussten deshalb dann immer mehr weiter auf das Land ziehen. In der Stadt selber war es uns kaum möglich. Und zum Glück haben wir dann weiter außerhalb der Zentren dann eben große Wohnungen gefunden, die man dann ausgebaut hat. Aber selbst zu bauen war so gut wie unmöglich. Und es ist auch heute noch unmöglich für Familien, die eine große Familie haben, wo dann zwangsläufig auch nur einer einen Verdienst haben kann, dann noch genügend Mittel auf die zur Verfügung zu stellen, um hier quasi einen Hausbau zu finanzieren. Und das sind die eigentlichen Probleme, die wir heute in der Urbanisierung haben. Und dann sind die vielen, vielen Dinge, die man heute möchte, die sind dann oft, also fast fast ein Witz, wenn man dann sieht, wie zum Beispiel in diesen Papieren für die Urbanisierung, da werden solche sogenannte Sustainable Development Goals werden da ausgegeben. Und da wird zum Beispiel unter anderem gesagt, dass unter dem Social Development Goal Nummer 11 heißt es, make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable. Das ist in sich schon, sind das Widersprüche. Wie kann ich eine Siedlung inklusiv machen und gleichzeitig sicher machen? Das funktioniert nicht. Das sind Zielkonflikte. Und genauso wenig kann ich eine Entwicklung oder ein Settlement kann ich resilient machen und sustainable machen. Nachhaltig und resilient. Das sind zwei sich gegenläufig und sich sozusagen entgegengesetzte Ziele. Und wenn ich das eine will, dann werde ich das andere verlieren. Und mit solchen Zielen dann eben zu meinen, man könnte den Familien helfen, das halte ich für fast schon zynisch. Und
das ist, kann deshalb auch nicht die, letztendlich nicht die Lösung sein. Es gibt noch viele, viele andere Probleme, die wir haben. Und die Frage ist nur, wie erreichen wir eben gute Lösungen, dass Familien in unserer Welt noch leben können. Und meine Überzeugung ist, dass Familien nur dann eine Zukunft haben, wenn sie die Prioritäten richtig setzen. Für uns selbst als Familie war es immer ganz wichtig, dass wir eine große Wohnung hatten für die Kinder, wo sie ungestört leben konnten. Gerade aus den Erfahrungen, die meine Frau mit ihrer Familie durch eine zu kleine Wohnung gemacht hat, war uns das sehr, sehr wichtig. Und wir haben wirklich überproportional viel von unserem Einkommen zur Verfügung gestellt, damit wir eben eine relativ großzügige Wohnumgebung haben konnten. Und das haben unsere Kinder auch sehr, sehr geschätzt. Und sie versuchen es auch heute mit ihren Kindern auch selbst zu erreichen. Aber da kommen wir immer an die Probleme, dass es eben in der Stadt so gut wie unmöglich ist. Und letztendlich wohnen unsere Kinder jetzt, die selbst auch eigene Kinder haben, wohnen eigentlich alle auf dem Land und nicht mehr in der Stadt. Und deshalb, es wird nicht funktionieren, denn diese heutigen Vorschriften, die es da gibt, wir haben da wirklich riesige Probleme mit ganz, ganz massiven Vorschriften, die sind, ich möchte da nur mal noch was aufzählen, zum Beispiel, es gibt einengende Baubestimmungen, es gibt unwirtschaftliche Dämmvorschriften, es gibt bürokratische Gestaltungsvorgaben. Das sind alles Dinge, die wir schon lange erkannt haben und die müssen wir versuchen, dagegen anzugehen und das nicht noch weiter auszubauen und jetzt auch im Rahmen einer grünen Politik das noch zu übertreiben. Auch die ganzen Missstände, die durch diese Energiewende entstanden sind, die sind hier nur kurz angesprochen. Auch die Probleme, die jetzt diese ganzen Kosten, die Mehrkosten mit sich bringen, auch mit der Inflation. Das sind alles neue Belastungen für die Familien und da ist das Wohnen und das Erwerben von Wohneigentum in urbanen Bereichen so gut wie unmöglich. Was können wir tun? Jetzt komme ich zum Schluss. Was wir tun können, ist einmal, wir müssen die Familien wieder stärken. Wir müssen sie zurückführen in dem Verständnis auch in der Vorstellung, was sie wirklich sind. Die Identität der Familie ist einfach eine ganz wichtige Sache, dass wir verstehen, was ist eine Familie, was ist Ehe und Familie, was geschützt werden muss nach dem Grundgesetz. Da eine gewisse Renaissance herbeizuführen, sozusagen, das ist mein großes Ziel, auch hier im Europäischen Parlament. Und da bin ich auch sehr in guter Gesellschaft mit den vielen Kollegen aus den osteuropäischen Ländern, die das gleiche Ziel haben, die sich das nicht gefallen lassen werden, wenn eben hier die Familien auf etwas reduziert werden, das sie nicht sind. Und da bin ich sehr dankbar dafür, dass hier auch das christliche Verständnis darüber, was es bedeutet, Mann, dass wenn in der Bibel es fünfmal heißt, dass ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und seiner Frau anhängt und sie werden ein Fleisch sein, das ist dieses zentrale biblische Verständnis auch, dass eben eine Familie entsteht, in dem aus einer gewissen Einheit jemand diese Einheit verlässt und eine neue Einheit gründet. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man eben in der Lage ist, dieses Verlassen der Eltern und das Neugründen einer neuen Einheit, dass das auch wirklich da ist. Sonst entstehen nur noch Clanstrukturen und das wollen wir ja auch nicht. Also in vielen gesellschaftlichen Kulturen ist es so, dass wenn man das nicht schafft, dass man sich auf eigene Füße stellt, dass man sein eigenes aufbaut, dass man dann eben in der Großfamilie verbleibt und dann entstehen solche Clanstrukturen, die aber auch oft sehr, sehr dazu neigen, dass sie kriminelle Strukturen entwickeln. Das ist nicht das Ziel, das kann es auch nicht sein. Aber das christliche, biblische Verständnis geht dahin, dass wir versuchen, eben eine neue Einheit zu bauen, aber die muss dann gestärkt werden und auch finanziell natürlich und auch sonst, auch in dem Verständnis der Gesellschaft muss eben das akzeptiert und respektiert werden, dass sich dann eben auch eine freie Entscheidung stattfindet innerhalb dieser neuen Einheit, innerhalb dieser neuen Familie, wer sich um die Kinder kümmert, wer sich um das Erwerbseinkommen kümmert in erster Linie. Und es muss auch wieder dahin kommen, dass die Familie, quasi die Leistung, die
der erziehende Teil in der Familie erbringt, dass der auch irgendwie honoriert wird. Das ist da das große Problem, dass eben dann eben nur ein Einkommen oft verfügbar ist. Und hier muss es eine Möglichkeit geben, die Familienarbeit als solche zu honorieren, auch finanziell. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, wir müssen auch den ländlichen Raum stärken. Und da gehe ich jetzt genau weg von dem, was wir heute eigentlich über die Urbanisierung sagen oder was heute so gewünscht wird und in den Vordergrund gestellt wird. Ich plädiere dafür, dass wir nicht die Städte, die Urbanisierung stärken, sondern dass wir den ländlichen Raum stärken. Und dafür bin ich in großer, in guter Gesellschaft auch mit meiner Partei, die wir in unserem Parteiprogramm über Familien und über im Grundsatzprogramm auf Seite 93, können Sie es nachlesen, unter Punkt 14.6, dass wir da eine Perspektive für den ländlichen Raum schaffen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen die ländlichen Regionen stärken. Wir müssen wieder dafür sorgen, dass dort der gesellschaftliche Zusammenhalt erhalten wird, dass er wieder funktioniert und dass dort aktive Gemeinschaften bilden. Und diese Landflucht, die muss umgekehrt werden. Und deshalb, heute müssen wir dafür sorgen, dass wir wieder eine intakte bäuerliche Landwirtschaft haben, dass wir eine funktionsfähige mittelständische Wirtschaft haben, die auch sehr häufig in ländlichen Regionen angesiedelt ist. Gott sei Dank ist das in Deutschland noch relativ gut erhalten. Und wir brauchen auch natürlich eine ausreichende Infrastruktur. Das bedeutet, dort müssen auch alle diese technischen Dinge vorhanden sein. Angefangen von der Digitalisierung, von der Glasfaserverkabelung, von Schulen, von Einrichtungen der Daseinsfürsorge. All das muss im ländlichen Raum genauso vorhanden sein und muss auch gestärkt werden, damit eben die Familien eine echte Alternative haben, dort auch rauszugehen. Und dort können sie sich es auch noch erlauben. Dort kann man sich wieder, was sie es leisten, dann auch sogar ein Haus zu bauen. Und die Bestrebungen, gerade auch der Grünen, die das verbieten wollen, das muss auch endlich ein Ende haben. Und deshalb bin ich sehr stark dafür, dass wir hier den ländlichen Raum stärken.